Adrian Mauschick von Public Peace hier, hallo. Heute habe ich einen Freund aus Bremen bei mir, Marc Höhne. Hallo Marc. Hallo Adrian, hi. Langer Weg. Sehr langer Weg, aber noch viel mehr Zeit. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Auf jeden Fall, Adrian, du hast mir einen kleinen Traum erfüllt. Ich habe dir mittlerweile 2 Instrumente gebaut. Heute holst du den 2. ab. Und das sind ganz besondere Instrumente. Wie kommst du auf solche Instrumente? Ich, ganz einfach, Adrian, ich bin schon lange ein bisschen genervt von der Stange-Instrumenten und ich habe eigentlich nie so richtig das gefunden, was ich gesucht habe. Also weder von der Optik noch vom Sound her und was die grundsätzlichen Spieleigenschaften angeht. Und damals bin ich bei einer Recherche, man kommt ja kaum an deinem Label vorbei, auf die Jazzus-Bässe gestoßen. Und die haben mir so gut gefallen vom Design her, dass ich mir überlegt habe, hey, wenn man das Ganze von den Hölzern her noch ein bisschen weiter weg vom Standard bewegt, dann ist das vielleicht genau das, was ich haben möchte. Und dann habe ich dir die erste Mail geschrieben. Ja, weil das sind ganz neue Impulse, die du da gibst und so. Das sind Sachen, an die ich selber gar nicht gedacht hätte, dass man das machen könnte und so weiter. Ja, und mittlerweile jetzt nach 2 von den Instrumenten haben wir auch noch von einer anderen Serie was auch in diese Richtung gebaut. Da entstehen ganz neue Sachen. Also, ich bin froh, dass das eine Synergie ergibt. Also ich war mir ja selber nicht sicher, ob das Ganze so richtig funktioniert, aber die Beratung, die du da hast an den Tag gelegt, das war also erstklassig. Und ich habe mich mit jedem Tag sicherer gefühlt. Ja, danke. Ja, es ist einfach, das ist auch so ein bisschen forschen und suchen und gucken, was man da machen kann, weil viele Sachen, die du wolltest, wusste ich gar nicht, ob das geht oder nicht und haben wir manchmal noch gar nicht, oder wir haben das noch gar nicht bearbeitet und so. Also was ich ja gemerkt habe, ist, ich komme mit einer Idee, du nimmst sie auf und besprichst sie ja wohl auch mit deinem Team. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, man kann ganz viele Fehler bei sowas machen. Und man will auch kein Geld dabei versenken. Insofern bin ich um die Beratung sehr verlegen gewesen. Einfach mal abklopfen, geht dieses, geht jenes, geht welches. Und letztendlich ist ja auch nicht, ich sag mal, hundertprozentig der erste Wurf der Idee daraus entstanden, sondern im Prinzip durch die Beratung, die stattgefunden hat, eben dieses traumhafte Instrument, welches ich absolut nicht mehr missen möchte. Ja, super. Also die beiden traumhaften Instrumente. Ja. Lass mal, wir fangen mal mit dem ersten an und so. Wir haben hier ein Body aus Mahagoni, leichtem Mahagoni und ein Zebrano-Holz. Und dann ein Hals aus Flemeth Maple, Bubinga und als Griffbrett ein Zitronenholz. Ja. Haben wir so eigentlich auch noch nie gemacht. Ich war es leid, diese dunklen Griffbretter immer um mich herum zu haben. Ja, verstehe. Und Ahorn ist mir auch wieder zu sehr Standard, ist aber auch ein sehr weiches Holz, hat auch vom Ansprechverhalten seine Qualitäten ganz klar, aber ich wollte eigentlich ungern meine Fingernägel nach 3 Jahren da drin wiedersehen. Und insofern habe ich mal etwas geforscht und Zitronenholz scheint ja so ein bisschen das zitronengelbe Ebony zu sein, von der Härte her, von der Bespielbarkeit her und insofern ist das genau meine Wahl gewesen. Und hier noch von der Elektronik, wir haben einen Extender, da hast du dir gewünscht, von Delano. Und hier ist ein Vierfachschalter, das heißt, wir haben hier als Humbucker seriell, wir haben parallel eine Spule alleine und die andere Spule als Single Coil. Ja. Tonblende und Volume. Correct. Keine aktive Elektronik? Nein. Interessiert dich nicht? Doch, interessiert mich schon. Das Problem bei aktiven Elektroniken, die ich so kennengelernt habe, und ich weiß da viel weniger drüber als du, ist, entweder haut man sich da wirklich eine Elektronik mit 2 9 Voltblöcken rein, um die Overheads abzufangen, also um überhaupt das Potenzial aus dem Instrument rauszuholen, oder man verzichtet auf die Elektronik ganz und sieht zu, dass man ordentliche Verkabelung, ordentlichen Tonabnehmer hat und eine einigermaßen flexible Schaltung. Und deswegen war passiv von vornherein eigentlich eine der Prämissen. Ja. Auch bei manchen Leuten ist es so, die auch passive Instrumente wählen, die möchten nichts dazwischen haben. Ja. Wenn die was wählen oder wenn die dann eine Korrektur vornehmen müssen, dann machen die das lieber am Amp. Ja. Aber erstmal zwischen den Saiten, sage ich mal, Instrument und Pickup bis zum Amp, nichts dazwischen ist. Ganz klar. Hast du auch so ein bisschen... Ich bin da ein bisschen Purist. Genau. Also trotz jeder Experimentierfreude bei den Instrumenten und den Hölzern bin ich, was die elektronische Ausstattung angeht, absoluter Purist. Also ich spiele auch nicht so viel Effektgeräte und ich möchte eigentlich so wenig Elektronik wie möglich in dem Instrument drin haben.
ist vielleicht ein bisschen ein Spleen, aber es hat sich rentiert. Also der Klang gibt mir recht am Ende. Ah, super. Okay, und hier haben wir den neuen Jesus. Das ist Laurel mit Mumingatop. Der ist eigentlich noch etwas aufwendiger gebaut, eigentlich wie dieser. Denn der Hals, kann man hier sehen, das ist auch aus Mahagoni und Paduk. Und das Griffbrett ist Schlangenholz. Sehr hartes Holz. Das ist dir auch so gekommen. Ich habe mir überlegt. Wie kommst du auf die Zusammensetzung so? Ganz, ganz einfach. Also trivial möchte ich jetzt nicht sagen. Ich habe mir ja schon was dabei gedacht. Aber nachdem du ein so hervorragendes erstes Instrument in so hellen Hölzern gebaut hast, habe ich mir überlegt, jetzt brauche ich nochmal eine richtige Holzorgie in etwas dunkler. Und ich habe mich dann hingesetzt, habe recherchiert. Und meine Internetrecherchen haben eigentlich genau diese Holzzusammenstellung ergeben. Und als du mir bestätigt hast, dass man das bauen kann, auch von den Gewichten her, war ich also sehr happy. Und dieses Schlangenholz ist vielleicht ein bisschen en vogue im Moment. Der ein oder andere mag das heute auch schon verwenden. Ich fand das aber sehr interessant, weil die mechanischen Eigenschaften von dem Schlangenholz einfach noch wesentlich bessere sind als vom Ebenholz. Klanglich für meine Ohren aber etwas weicher klingen. Dann diese Paduk Mahagoni-Geschichte ist eigentlich durch eine Beratung von dir zustande gekommen. Ich hatte erst etwas schwerere Hölzer im Sinn, da hast du mich darauf aufmerksam gemacht, nimm mal lieber das Mahagoni statt, ich glaube Wenge wollte ich erst eingebaut haben. Also mir ging es ein bisschen, dass wir da nicht zu schwer, also wenn wir immer nur diese schweren dunklen Hölzer nehmen, genau, dass das Instrument nicht zu schwer wird. Wir sind jetzt bei 3,8 Kilo, glaube ich. Ja, die liegen ja beide ungefähr so in der Range. Also, war mir auch sehr wichtig. Über 4 Kilo also nicht rübergehen. Das ist immer vorher sehr schwierig zu sagen, ob das klappen wird oder nicht. Ne, also insofern hat es geklappt. Beide Instrumente sind schön leicht, beide deutlich unter 4 Kilo bei ausgewachsener 5-Seiter-Formatierung. Und das mit dem Mahagoni hat sich auch klanglich total rentiert. Also das Wenge wäre vielleicht ein bisschen sehr hart geworden. So klingt er also richtig schön pfundig, flexibel. Wahnsinn, also macht unglaublich viel Spaß. Und als Eyecatcher eine blaue Brücke von ETS. Ich sag's dir. Was ein Kampf. Sehr mutig. Aber optisch ein Highlight, ja, oder? Natürlich. Komm. So, als. Ja, natürlich, absolut. Ja, und wir haben hier zwei Delano Single Coils und eine passive, ja, klassische Klangregelung, also Volume, Volume, Ton. Auch keine aktive Regelung wieder. Absolut richtig. Also das mit der passiven Elektronik war mir mal wieder sehr, sehr wichtig. Brauche ich nicht weiter zu begründen. Ich war auch mit dem Extender Pickup sehr zufrieden, habe mir aber überlegt, über die Hölzer hinaus die Instrumente klanglich auch über die Betoner immer ein bisschen zu differenzieren. Habe ein bisschen recherchiert. Man kennt das ja auf Videos oder auch mal bei Aufnahmen, wo man eben explizit weiß, welche Instrumente gespielt worden sind. Und da ist mein Hauptohrenmerk eben auf diese beiden Single Coils von Delano gestoßen. Und ich muss sagen, so auf dem ersten und zweiten Hören befriedigen die mich absolut. Von der tonalen Qualität stehen die sich in nichts nach, haben aber unterschiedliche Charaktere. Und insofern ist es eine klasse Ergänzung. Okay, Marc, lass uns mal versuchen, einen zusammen zu spielen. Mal gucken, wie die beiden sich dann ergänzen. Lass es uns probieren. Thank you.
Danke, Martin, Besuch. Ich danke dir, dass ich da sein durfte.